sehen Sie gleich das größte Crossover-Battle in Deutschland, The Big Trick. We are the champions, das ist das Wichtigste. Gleich im zweiten Teil bei MTV. Aufbauarbeiten für The Big Trick. Marc und Alex veranstalten das größte Show-Event der Szene. Hier soll die junge Bewegungsform vor Zuschauern präsentiert werden. Nur die besten Teilnehmer sind eingeladen. Sie sollen die Bewegungen von Move Artistic vorstellen und bekannter machen. Marc und Alex planen diesen Wettkampf seit fast einem Jahr. Am Showtag muss alles glatt gehen. Okay, hallo zusammen erstmal von uns. Wir heißen euch alle herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Zum Teil sind ja auch schon ein paar da gewesen, die uns auch tatkräftig geholfen haben beim Aufbau. Wir hängen allerdings noch ein bisschen hinterher, aber so ist das ja ganz normal. Also macht euch keine Angst, kein Kopf, wir kriegen ja schon hin. Ich wollte euch jetzt erstmal informieren, generell, wie das Ganze heute abläuft. Also die Leute, die für euch zuständig sind, die sind soweit auch schon informiert. Das heißt, damit jeder weiß, was er nachher ungefähr auch zu tun hat. The Big Trick ist das größte Crossover-Battle in Deutschland, das wir kreiert haben. Und Crossover-Battle deswegen, weil verschiedene Sportarten gegeneinander antreten. Also es ist nicht nur so wie ein Breakdance-Battle, sondern wir sehen unter anderem neben Breakdance auch Kampfsport, Turnen, jegliche Art von Akrobatik, Hip-Hop, Tanz und Capoeira. Die fünf Stile verbinden und es geht auch darum, dass wir den Allrounder suchen, also der, der in allen Bereichen sich da am besten präsentieren kann. Bis zum Event sind es nur noch ein paar Stunden. Marc und Alex haben alle Hände voll zu tun. Die ersten Künstler müssen empfangen werden. Die Aufbauarbeiten kommen nicht voran. Rund 80 Helfer packen mit an. Die beiden Veranstalter weisen jeden an seinen Platz. The Big Trick muss ein Erfolg werden. Alex und Marc sind im Stress. Ja, also wenn ich auf die Uhr gucke, 13 Uhr, jetzt haben wir gleich Mittagspause normalerweise eingeplant. Also wir liegen noch ein bisschen hinterher. Von daher wird es mit der Mittagspause wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen. Haben jetzt noch ein, zwei Sachen zu klären, gerade hier in der Vorhalle. Gibt es noch ein kleines Musikproblem. Das versuche ich jetzt schnell zu lösen. Wie es so bei Events ist, ist es natürlich sehr dynamisch. Und klar, es gibt immer Probleme. Momentan ist es so, dass unser einer Judge hat angerufen und gesagt, dass er jetzt wahrscheinlich nicht pünktlich kommen kann. Deswegen müssen wir da ein bisschen improvisieren. Zum Glück ist der Moderator pünktlich angekommen. Amias Habdu soll die Zuschauer beim Big Trick durchs Programm führen und für gute Stimmung sorgen. Marc gibt seinem Frontmann die letzten Anweisungen vor der großen Probe. Wenn wir gleich die Generalprobe machen, bist du mein Man sozusagen. Du bist der, der das Ganze leitet. Okay. Weil du als Moderation sagst, ich will jetzt die Present Your Style, dann müssen die Leute rauf. Und ich sag den Leuten dann hier, wie das läuft. Ja. Aber weil die mich nicht hören sollen, also du bist mein Sprachrohr sozusagen. Ja, okay. Okay, kriegen wir hin. Die ersten Zuschauer stürmen in die Halle. Drinnen herrscht noch Chaos. In der Vorhalle sorgen kleine Show-Acts für Unterhaltung, während der Hauptact noch geprobt wird. Die Künstler sind nervös. Knapp 600 Zuschauer stehen vor den Türen. Die Generalprobe muss aus Zeitgründen abgebrochen werden. Der Kampf um die begehrten Plätze beginnt. Die Generalprobe war wie immer chaotisch. Ist natürlich immer gemixt gelaufen, aber das ist immer gut für eine Generalprobe, wenn die nicht so gut läuft. Und wie ich es gerade sehe, ist die Halle schon ziemlich voll. Das heißt, die Leute müssen jetzt Gas geben. Und das werden sie tun. Die Show wird eröffnet. Aber es fehlt immer noch ein Juror. Marc und Alex versuchen, das Problem zu lösen. Die Vertretung fällt auf Alex. Du bist in der Jury, das weißt du, ne? Ja, warum? Alle Juroren. Okay, aber komm mal her. Hast du noch den Zettel von der Jury, weil der Alex muss ja werten? Als neuer Juror wird Alex auf die Bühne gerufen. Eine kleine Show-Einlage lässt sich der Profisportler nicht nehmen. Alex freut sich über die neue Aufgabe. Jetzt sitzt er mittendrin. Ja, also ich bin kurzfristig auch noch eingesprungen als Jurymitglied, weil wir doch einen Ausfall hatten da an der Stelle. Und es ist fantastisch, mit auf der Fläche zu sein. Das ist noch besser als aus dem Bereich. Von daher, ich freue mich gerade auch, dass ich da sitze und das hautnah miterleben darf. 16 Teilnehmer aus Holland, Frankreich, den USA und Deutschland bereiten sich auf ein spannendes Showspektakel vor. Die Stimmung in der Halle tobt. Allein die Breakdance-Einlagen lassen die Zuschauer staunen. Auf dem Plan stehen Single- und Team-Battles. Die Sportler müssen die Jury einzeln und im Team überzeugen, dass sie das Zeug dazu haben, eine Runde weiterzukommen. Es kommt darauf an, möglichst viele Kategorien mit spektakulären Tricks zu zeigen.
Die erste Runde ist geschafft. Die Jury hat es nicht einfach. Alex ist überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall war ein Erlebnis, da mittendrin zu sitzen. Und die fliegen einen über die Köpfe und man weiß einfach gar nicht mehr, was da geschieht. Und noch mehr Drehung, noch mehr Drehung. Die Show geht weiter. Beim Finale im Team-Battle müssen sich die Gruppen im Schlagabtausch beweisen. Der Schwierigkeitsgrad steigt. Finalmannschaften sind das Team Crescent Reality und das Team Loop Kicks. Mit mehr Bewegungen und unglaublich hohem Level gewinnt aber das Team Loop Kicks den Wettkampf. Beim Singlefinale treten Salah aus Deutschland und Anis aus Frankreich gegeneinander an. Die beiden Sportler liefern sich ein Duell um den Siegertitel. Doch plötzlich stürzt Salah. Er kann nicht mehr aufstehen, bleibt verletzt am Boden liegen. Die Jury eilt herbei, um dem Lokalmatador zu helfen. Der Wettkampf muss unterbrochen werden. Was ist passiert? Ich habe jetzt einen doppelten Rückwärtshalter versucht und er ist ziemlich übel. Falsch gelandet, kann man nichts machen. Das ist also natürlich das Problem, dass zum Schluss die Energie und Kraft ein bisschen nachlässt. Und deswegen war er wahrscheinlich bei der Landung ein bisschen unkonzentriert und es hat sich bis leicht weggeknickt. Und jetzt ist das ein bisschen dick geworden und es ist auch ganz sinnvoll, dass er jetzt nicht weitermacht. Das Finale muss trotzdem weitergehen. Anis bekommt einen neuen Gegner. Der drittplatzierte Jeremy rückt nach. Doch die Chance auf den Titel kann er nicht halten. Anis ist einfach der bessere von beiden. Der Franzose gewinnt den Single-Wettkampf beim Big Trick. Ich habe mit 10 mit Taekwondo angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Glückwünsche von allen Seiten. Anis ist der Allrounder in den schwierigsten Extremsportarten unserer Zeit. Für Marc und Alex war es die perfekte Show. Happy End auf jeden Fall. We are the Champions ist das Wichtigste. Und ich denke, es hatten alle Leute Spaß und das ist auf jeden Fall für uns das Wichtigste gewesen. War eine erfolgreiche Veranstaltung. Nächstes Jahr wird einer drauf gesetzt. Bis dahin bleibt den beiden Jungunternehmern genügend Zeit, mit großen Sprüngen die internationale Showbühne zu erobern.